Hallo, ich bin's wieder, Judith Weber, und ich habe ein neues Tutorial für euch. Dieses Bild heißt Confucius Dragon, und ich habe es vor ein paar Tagen erstellt, und jetzt habe ich mich einfach entschieden, ein Tutorial dazu zu machen, weil ich habe sehr viele verschiedene Techniken verwendet, und sie werden euch bestimmt weiterhelfen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben oder irgendetwas. Okay, jetzt mehr zum Bild. Es ist sehr malerisch und sehr künstlerisch. Es ist nicht sehr genau, nicht sehr, ja, wie soll man sagen? Es lässt einfach viel Inspiration frei, und wenn man es anschaut, dann kann man sehr viele kleine Details erkennen, und darauf wollte ich es auch anlegen. Und inspiriert wurde ich von einem Lied, und zwar von Gorillaz, und das heißt Revolving Doors. Und es ist vom neuen Album The Fall, und ich kann es euch sehr empfehlen. Naja, und zu dem Bild bin ich insgesamt gekommen. Ich war in einem chinesischen Restaurant, und dann habe ich einen Glückskeks bekommen. Und auf dem Glückskeks stand der Text: Es ist besser, ein winziges Licht anzuzünden, anstatt die Dunkelheit zu verfluchen. Und dann nach ein paar Tagen Überlegung ist mir diese Idee gekommen zu dem Bild. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ihr seht, ich habe ganz, ganz viele Ebenen. Und da werden wir Schritt für Schritt jede einzelne durchgehen. So, jetzt habe ich alle weggemacht. Und ihr seht, ich habe mit einem schwarzen Hintergrund angefangen. Neue Datei hat eine Breite von 2000 Pixel und eine Höhe von 1200. Und dann nehmt ihr euch einfach dieses Füllwerkzeug, nehmt die Farbe Schwarz und macht sie schwarz. Gut, dann öffnet ihr eine neue Ebene und geht auf Datei öffnen. Und hier habe ich einen neuen Ordner angelegt, der heißt Chinese, wahrscheinlich weil es ein chinesisches Bild ist. Und drücke auf Öffnen. Und wie immer, das Bild habe ich von sxc.hu. Und da könnt ihr euch anmelden und dann eure ganzen Bilder suchen, und ihr dürft sie auch verwenden. Also bestimmte Bilder. Okay, das Bild habe ich jetzt geöffnet, und dann drücke ich die Tastenkombination STRG und A. Dann ist das ganze Bild markiert. Dann drücke ich STRG und C. Dann wird es kopiert. Dann gehe ich wieder auf dieses Bild und drücke Einfügen mit STRG und V. Dann, um es zu transformieren, drücke ich STRG und T und mache es kleiner. Aber immer mit dieser Größer machen Taste gedrückt, damit es die Proportionen behält. Gut. Machen wir es so. Ihr seht ja, hier habe ich es auch nur bis zur Hälfte gemacht, weil dann später noch das Bild von mir da reinkommt. Okay, die Deckkraft wird auf 35% gestellt. 3,5. Damit man das Bild im Hintergrund nur noch ein bisschen sieht, damit man merkt, dass es mit etwas Chinesischem zu tun hat. So, dann habe ich ein Feuer hinzugefügt. Okay, ich gehe wieder auf Datei und öffnen und nehme mir dieses Bild. Wieder STRG und A, STRG und C. Upsala. Okay, und hier jetzt einfügen. Gut. Dann wieder in das Bild rein. Und hier nehmt ihr dann ineinander kopieren und 70%. Damit man das auch nur indirekt sieht. Soll halt ein bisschen verbrannt aussehen. Okay. Gut. So haben wir jetzt schon diesen Raum da mit dem Feuer. So. Das nächste habe ich drei Ornamente eingesetzt. Da gehe ich wieder auf Öffnen. Dann öffne ich dieses Ornament, das habe ich auch von sxc.hu.
Drück wieder STG und A und füge es ein. Dann transformiere ich es, mache es etwas größer und jetzt gehe ich auf die Ebene und mache 3 Kopien davon. Und diese Kopien tue ich je eine nach oben. Und jetzt muss ich sie noch ein bisschen verkleinern, damit sie alle dahin passen. Nicht vergessen, immer die größer machen Taste halten. Gut, ich mache es jetzt nicht so genau, weil das Bild habe ich ja schon. Ich will es euch nur mal kurz zeigen. Okay, dann tut ihr alle Ebenen auf ungefähr 70% und auf weiches Licht setzen, wie ihr hier seht. Also weiches Licht, weiches Licht, weiches Licht. Seht ihr, dann wird es schon ein bisschen rötlich. Dann hier 70% und hier 70%. Hier oben könnt ihr das lassen, weil hier wird es sowieso nicht ändern. Man sieht fast sowieso nicht. Gut, dann die haben wir jetzt eingeblendet. Okay, dann kommt jetzt die Person. Und das bin ich. Wieder auf Datei öffnen. Jetzt muss ich ein bisschen suchen. Also hier ist das Bild von mir. Und ich habe es einfach, ja, so genommen. Ich hatte einfach Lust, mich zu schminken, habe mich geschminkt. Dann war ein schöner sonniger Tag, bin ich rausgegangen, habe ein Foto gemacht. Gut, das habe ich jetzt noch ein bisschen bearbeitet, also die Farben hier etwas kräftiger gemacht. Hier seht ihr ja, es ist, mein Gesicht ist praktisch geteilt. Hier ist es eher weiß, also praktisch das Böse. Und hier ist es ganz schön farbig, mit schönen Farben, rotem Lippenstift. Das habe ich alles nochmal verstärkt mit, also ich habe einfach den Pinsel genommen, ein bisschen rumgemalt. Ja, ist ja auch wurscht. Das könnt ihr bestimmt schon. Dann habe ich mich ausgeschnitten. Und das geht ganz einfach. Ihr geht, also macht einfach eine Kopie von dem Bild. Und macht dann, damit ihr seht, was ihr ausgeschnitten habt, noch eine Ebene dazwischen. In einer Farbe eurer Wahl. Und dann nehmt ihr diesen Zeichenstift. Und dann geht ihr hier entlang. Also wie ich euch beim Tutorial schon gezeigt habe. Das könnt ihr dann nachschauen in meiner Playlist, wie das nochmal genau funktioniert. Und ja, wieder STRG und A kopieren und einfügen. Das ist noch ein bisschen groß, wieder verkleinern. Gut. Dann erstellt ihr eine Maske. Und hier nimmt ihr jetzt den Pin, den, wie heißt denn, Radiergummi. Wieder mit weiß und dann radiert er einfach ein bisschen, damit man den Hintergrund nicht sieht. Aber es muss nicht allzu genau sein. Ach ja, und Masken sind in dem Sinne toll, dass ihr etwas ausradieren könnt und es dann auch wieder herstellen könnt. Das heißt, ihr öffnet die Maske, nimmt dann den entweder Pinsel oder Radiergummi. Ich nehme lieber den Radiergummi. Dann schaut ihr, dass es hier weiß und schwarz gibt und mit der Taste X könnt ihr zwischen den beiden wählen. Und wenn ich jetzt mit schwarz male, dann wird alles wieder hergestellt, aber wenn ich jetzt weiß nehme und wieder male, dann wird praktisch das wieder ausradiert. Und diese Maske bleibt, also könnt ihr auch noch nach 10 Jahren das wiederherstellen, was ihr da mal gemacht habt. Gut, dann nehme ich mich wieder, kopiere es, gehe auf, was habe ich denn da genommen? Ah, auf Multiplizieren und 66%. So geht das. Also wieder Multiplizieren. 66%. Gut, und hier ist es ziemlich dunkel. Aber naja. Okay, dann hier habe ich einfach eine neue Ebene erstellt, um alles zu verstärken. Die machen wir jetzt hier auch.
Also ich nehme diese Ebene, nehme dann einen Pinsel mit dieser Farbe, also grau, könnt ihr auswählen, was ihr haben wollt. Genau, dann muss es unbedingt ein weicher Pinsel sein. Dann geht ihr einfach hier hin, was ihr hervorheben wollt von dem Gesicht, von dem Bild. Nochmal her. Genau, und diese Ebene setzt ihr auf weiches Licht. Schaut her, so war es ohne und so mit. Ein minimaler Unterschied, aber könnt ihr noch verdunkeln mit den Gradationskurven, genau. Also, ja, lass es mal so. Okay, jetzt haben wir praktisch schon den Hintergrund, den mysteriösen, und dann mich. Oder die Person, die ihr einsetzen wollt. Gut, dann kommen wir zum Feuer. Feuer 1, 2, 3. Und das habe ich so gemacht, indem ich wieder bei sxc.hu etwas runtergeladen habe und es dann wieder verwendet habe. Was habe ich denn da genommen? Das da war's. Genau, und das brauche ich nicht mehr. Das fügt ihr dann wieder hier ein. Hier macht ihr es dann so klein, wie ihr es haben wollt. Ich wollte es jetzt ungefähr so haben. Und dann schauen wir mal. Ich habe es auf negativ multiplizieren gedrückt. Und beim Kinn, bei der Nase und der Lippe und bei der Stirn hin. Also machen wir 3 Kopien von der Ebene. Setzen sie auf negativ multiplizieren. Schaut her, dann ist praktisch der schwarze Hintergrund weggezaubert. Da muss man nichts radieren, hat einfach schon ein tolles Feuer, das man jetzt verwenden kann, überall einsetzen kann. Das ist mir ein bisschen zu kantig. Dann nehme ich wieder den Radiergummi und radiere ein bisschen weg. Und jetzt können wir es noch ein bisschen transformieren oder verkrümmen, wie man auch sagt. Okay. Dann ein bisschen weichzeichnen, also auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Gaußscher Weichzeichner. Nicht so fest, aber halt ein bisschen. Okay, und das macht jetzt bei den anderen 3 auch.